Jojo, moin Leute, herzlich willkommen heute zum neuen Let's Play von OMSI 2. Heute sind wir wieder zurück in Grefrath auf der Freeware Map mit dem MAN Line City A40 Gelenkbus. Und ja, wir sagen, reden wir nicht lange. Wir steigen direkt ein. Und ja, machen alles soweit fertig. Scheiß mal an die Bude hier schon mal. Mal schon ein bisschen Luft haben. Wir fahren von Ambach die Linie 848. Das ist eine... sag schon. Überlandlinie nach Angerath Bahnhof. Und ja, machen wir schnell ein Pinion und fertig. Genau, so verkaufsbereit. Machen wir hier Linie Kurz. Kurs. 848.00, Route 01. Müsste es eigentlich sein. Genau. Abfahrt haben wir um 13 Uhr. So, ich sagen, gib ihm. Aber vorher muss ich diesen Spiegel da mal wegmachen, weil der ist ja, weiß ich nicht. Der passt da mal gar nicht hin. Ausblenden. So, Abfahrt. Sieht schon gleich viel besser aus hier. Genau. So, machen wir kurz die Hilfspfeile mal an, weil ganz auswendig weiß ich das nicht mehr, wie das jetzt hier war. Genau. So, Anforderungen. Oh, haben wir auch direkt hier Fahrt. Nächste Haltestelle, Redebachstraße. Ja, jetzt fahren wir ein bisschen durch die Stadt hier. Was eigentlich auch ganz cool gemacht ist, sage ich mal. Und ja. So, hier müssen wir nach rechts. Jetzt mal gucken, ob das passt. Auch nochmal schnell noch ein Thumbnail. Genau. So, Abfahrt. Achtung, böse Kurve. Auch schön, dass man das da so hinschreibt. Ah, die ist auch schon echt mies eng hier, ey. So, da vorne fahren wir auch schon wieder direkt nach links. Sagen wir so, aus der Stadt eigentlich jetzt so relativ gut raus. Nächste Haltestelle, Stieg.
genau. Ja, mir hat gestern einer in die Kommentare geschrieben, warum ich denn nicht eine ganze Linie fahre. Wie gesagt, es lohnt sich halt einfach nicht, weil die meisten sich wahrscheinlich das auch nicht angucken werden. Das ist so. Ich meine, klar gibt es vielleicht ein paar, aber halt nicht alle, und so viel Zeit habe ich, sage ich mal, dafür auch nicht. Ja, muss man, sage ich mal, auch immer verstehen. Zum Beispiel heute oder die Woche habe ich Nachtschicht und da habe ich auch nicht allzu viel Zeit, sage ich mal, wenn ich ganz Tag verbringe, Videos zu machen. Ja, genau. Nur mal das zum Verständnis. So, wir haben jetzt kurz hier diese verengte Straße. Auch ganz cool gemacht eigentlich. Ja. Schon cooles Detail. Oh, hier, das hat natürlich wieder richtig gut geklappt, deswegen einfach jetzt nicht beachten, was das jetzt gerade ist. Mann, 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 diese KI ist auch echt, also weiß ich nicht. So, jetzt sind wir raus aus dem Ort. Geht's auch schon direkt in den nächsten gleich. Mal so ein bisschen Landstraße hier. Jetzt kommen die ganzen Kleckerdörfer jetzt hier. Ah, die Karte lohnt sich auf jeden Fall, ja, also schon echt cool. Ja, wir müssen auch wieder mal Haare fahren, die Map.
Muss ich mal schauen, wie es so läuft. War es an manchen Stellen, naja. War die Performance da nicht so schön gewesen. Muss man mal so sagen. Oh, jetzt mal kurz mal gucken hier, was kommt. Oh, das ist eng. Ja, genau. Sehr interessante Kurve hier. Jetzt muss man kurz den Schlenker hier reinmachen. Eigentlich könnte man auch geradeaus fahren. Aber wir müssen ja natürlich reinfahren, ist ja logisch. Bei der anderen Linie, 849 fährt man komischerweise durch und hier halt nicht. Ja. Oh, gib ihm. Ja, wir haben 4 Minuten Verfrühung, aber egal. Oh, ob sie umhängen doch jetzt nicht so rum, ey. Meine Güte. Auch so ein Ding, ey, was haben die Entwickler sich dabei gedacht, dieses Spiel auf Karren zu bauen? Also im Prinzip, wer es nicht weiß, muss das Spiel immer einzelne Karren laden. Das ist einfach grauenhaft eigentlich. Aber naja. So, jetzt fahren wir da vorne links. Ich würde sagen, wir fahren auch bis zur nächsten Haltestelle und beenden wir das Let's Play. Erreicht ja auch, dann sage ich mal hin. Ja.
Aber eigentlich eine schöne Fahrt. Mal wieder gemacht eigentlich. Und genau. Ja, kurz von da hinten gehen in die Kamera. Wenn die Ampel natürlich auch grün werden würde, ist auch wieder so ein Thema hier. Jetzt. Ja, genau, würde ich sagen, halt mal hier an. Und genau. Würde ich sagen, wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Einen guten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.